Hallo und herzlich willkommen zur 5. Folge von Hellight TV, die Gaming Show! Ihr hört schon, der Applaus ist etwas weniger geworden, die Einschaltquoten sind ein bisschen runtergegangen. Wir haben 11 Monate Pause gehabt, wir hatten ein bisschen Probleme mit dem Kanal hier. Aber wir haben das alles wieder geklärt, wir sind wieder aktiv für euch, wir sind wieder on fire. Und damit kommen wir auch direkt zum ersten Gast. Er meint, heute ist Sommer. Er meint, ist mir egal, ob minus 30 oder plus 30 Grad. Ist mir egal, ob Indien, ob Deutschland, ob Kiel, ob London. Ist egal, hier ist Roger! Was hast du für eine Bewegung? War ganz normale Bewegung, Digga. Du denkst doch immer falsch, Mann. Ich hab mich ganz normal bewegt, wie ein ganz normaler bewegender Mensch. Normal verlieren wir die Rechte für die Sendung, Digga, wenn du sowas immer bei Hellight. Hä, Digga, ich hab gar nichts gemacht, Mann. Was redest du, Digga? Wie geht's dir, mein Bruder? Bruder, mir geht's heute sehr gut, ne? Mhm. Ich hatte heute Besuch von meiner Familie da. Sehr schön. Wir haben gegessen zusammen. Und ja, das alles konnte man auch auf meiner Instagram-Story sehen. Deswegen folgt mir auf jeden Fall auf Instagram, ja. Folgt unserem Bruder Raja auf jeden Fall auf Instagram. Ja. Er ist passend zur Show einer von uns. Und er passt in deinen Koffer. Meinen linken Platz, der mein linker Platz ist frei. Und dieser Platz ist frei für jemanden ganz besonderen. Für Mohammed. 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 Was geht, Digga? Wie geht's dir, Bruder? Gut, wie geht's dir? Auch gut. Lange Mann. Nicht mehr Hellight TV gehabt. Lange. Aber ich weiß warum. Warum? Alle waren haram. Ach so! Ich verliere meine Show direkt wieder. Das ist echt lange her. Okay. Ich möchte euch mal fragen, was ihr so in letzter Zeit getrieben habt. Was hast du in der letzten Zeit so getrieben? Flaschen! Schemschen! Modius, Modus, ja. Jetzt ja nicht er hat grad, Bruder, er hat gerade für sich gesprochen. Nein, für dich. Also für sich? Bruder, es ist egal, für wen ihr spricht. Sag Bruder, ich habe letzte Zeit sehr viel Yoga gemacht. Ja. Yoga. Es ist gut für die Health, gut für die Health. Die große Nase. Genau. Bruder! Ja. Yoga-Übung! Nein, die relaxt den Nacken, Bruder. Ich kenne nur den Sonnengruß. Okay. Sehr schön, mein Bruder. Ne? Sehr schön, mein Bruder. Was hast du in letzter Zeit so gemacht? Bruder, ich habe Badminton gespielt. War das jetzt irgendeine Anspielung? Ich schwöre, nein, ich habe Badminton gespielt. Super. Du musst das war eine Anspielung. Also, ich war das immer pervers, Digga. Aufs oder nicht? Wir sind 5 Minuten wieder auf Sendung, Digga, und ihr habt schon alles hops genommen, Digga. Die ganzen Rechte wieder weg. Dann machen jetzt wieder diese Folge durch, das wird eh die letzte Folge für lange Zeit. Es sei denn, das Video kriegt, sagen wir 7000 Likes, Digga. Weißt du warum? Warum? Weil Hellight TV was Besonderes ist, Digga. Mal, wenn keine 7000 Likes kommt, dann dauert es wieder 11 Monate, Digga. Dann ist das so, Digga, ne? Heute habe ich folgendes Spiel für euch mitgebracht, meine lieben Brüder. Okay. Ich habe 3 Ausschnitte von dir und 3 Ausschnitte von dir. Indem ihr Sätze sagt. Warte, was für Ausschnitte? So ein Ausschnitt wie ein Trick? Oder. Nein, nur, Bruder. Okay, erzähl weiter. Zum Beispiel ein Video, wo Raja gesagt hat, ich bin, dann drücke ich auf Pause. Binde! Zum Beispiel, ich gebe dir dann 3 Antwortmöglichkeiten. Binde! Bene, Bene und Bene. Binde! Ja. Das wäre zum Beispiel richtig. Ja, okay. Zum Beispiel hat Mito dann den Punkt. Wir fangen direkt an mit einem Video von Raja, also ist Mohammed der Erste. Ich bin dran, okay. Also Ladies first. Und zwar ist das aus ist dem kein Video. Problem. Ich erkläre euch natürlich auch immer, welches Video das ist, damit nicht die Leute, die neu sind, gar nicht checken, was hier abgeht. Ja. Das ist auf jeden Fall das Video, wo Raja sich tätowieren lassen hat. Aua. Was wir jetzt an dieser Stelle nicht gut heißen können. Es tut mir leid, Bruder, ich feiere das, aber. Du weißt, Ton ist aus. Ton ist aus! Okay, deswegen müsst ihr genau zuhören, Digga. 3 Tage vorbei ungefähr. Ich hab mich echt mies dran gewöhnt. Ich steh's nicht. Er hat sich mies dran gewöhnt, auf jeden Fall. 3 Tage her, auf jeden Fall. Ich sag, 2-3 Tage sind her, sind vorbei, auf jeden Fall. Ja. Ich habe mich mies dran gewöhnt. Okay. Und jetzt soll er sagen, was ich als nächstes sage. Die 3 Antwortmöglichkeiten sind. Ach so. A. Und ich bin sehr zufrieden mit dem Tattoo. Okay. B. Und es ist immer was Neues, wenn ich irgendwas anfasse oder so. Ja. Oder C, und der Löwe gewöhnt sich auch langsam an mich. B. B war, und es ist immer was Neues, wenn ich irgendwas anfasse oder so. Der Satz ist so behindert. So rede ich doch gar nicht. Kommen wir dann zur Auflösung. 3 Tage vorbei ungefähr. Ich habe mich echt mies dran gewöhnt. Und es ist immer was Neues, wenn ich irgendwas anfasse oder so. Oh! So rede ich doch gar nicht! Ja, ich kenne dich besser als du dich selbst. Es ist immer noch komisch, wenn ich irgendwas anfasse, oder? Ach, du meinst damit, wenn du das siehst, weißt du? Aber der Satz war chillig, deswegen habe ich den immer noch genommen. Ja.
Weil er sagt, ja, Bruder. Ich sag auch noch, ich rede niemals so. Das ist hart, ne? Lol, Digga. Ja, okay. Hart. Aber damit steht's 1-0 für unseren Bruder Mohammed. Boo! Kommen wir damit zum zweiten Video. Und zwar ist das folgendes Video: Wahrheit oder Nackenklatscher. Das habt ihr beide zusammen gedreht. Digga, nonstop werde ich von der Polizei angehalten. Echte Story. Nonstop werde ich von der Polizei angehalten. Echte Story, ich kenne die Story noch. Antwortmöglichkeit A: Ich fahre mit einem Kollegen, fahren wir an einer Dings vorbei, an einer Kontrolle da. Antwort B: Ich fahre von hier nach Hause nachts und werde wieder, wie heißt das, angehalten. Oha, Mann. Er macht cool genau, Digga. Oder C: Ich fahre extra weit weg, unauffällig, die drehen um, fahren mir hinterher und halten mich an. Du achtest ja wirklich. Bruder, Respekt Bruder, für die Mühe. Bruder, Respekt, ich habe mich heute Mittag hingesetzt. Und dein Hemd hab gebügelt. Nein, das habe ich echt nicht gebügelt. Sag doch nicht so, ich gebe dir doch... Ich bin ehrlich. Ah, ich sag A, Digga. Ich sag A. Ich sag Antwort A, Digga. Ich fahre an Dings, wie heißt das nochmal, Kontrolle. Du, so hast du geredet. Nonstop werde ich von der Polizei angehalten. Echte Story. Ich fahre mit einem Kollegen, fahren wir an einer Dings vorbei, an einer Kontrolle. 1-2! Ja! Sehr schön, Respekt. Ihr kennt euch bisher sehr gut, auch ja, wenn es euch nicht ganz leicht gefallen ist, glaube ich. Wir sind uns jetzt so ein Stück näher gekommen. Ja. Ich will, dass wir uns zunagen. So. Oha, Digga. Wie soll es so nah kommen? Digga. Okay. Kommen wir zum dritten Video. Aus dem Video Essen erraten. Junge, Mann. Junge, warum machst du denn so kurz? Was, wenn wir so eine Sekunde? Nochmal. Das ist nur Junge, Mann, sag ich. Ja. Junge, Mann. A. Was ist das für eine Scheiße? B. Was mache ich hier eigentlich, Digga? Oder C, was sind das für behinderte Sachen heute, Digga? C. Nein, das weiß ich noch nicht. Junge, Mann, was sind das für behinderte Sachen? Ja, Digga! Damit steht's 2-1. Kenn dich doch, Mohammed. Bruder, ich kenn dich doch. 2-1 für unseren Bruder Mohammed. Stopp! Kommen wir direkt zur zweiten Aufgabe von Raja. Und zwar ist es folgendes Video: Geräusche erraten. Ihr beide gegeneinander. Oh, da habe ich rasiert. Da war ich Schiedsrichter. Geräusche erraten? Da habe ich rasiert. Da hast du richtig rasiert und du warst... Nee, da hast du Geräusche erraten gemacht. Und rasiert. Okay. Metto, komm doch her! Easy. Metto, komm doch her, du! Erste Möglichkeit. Metto. A. Du Keck, was machst du denn? Antwort B. Du hast gerade nur one job, man. Oder C. Du ziehst sinnlos in die Länge, Digga, komm jetzt, Heidi. Ich sag C, Digga. Raja sagt auf jeden Fall, du ziehst sinnlos in die Länge, Digga, komm jetzt, Heidi. Komm jetzt, Heidi! Nein! Du hast schon, ich hab schon Play gedrückt. Metto, komm doch her, du hast gerade nur One Job, man. Du bist ein Digga. Damit steht's weiterhin 2-1 für Mohammed. Kommen wir zum nächsten Video, das ist aus folgendem Video. Geräusche erraten auch. Diesmal ein Satz von Raja. Ey, ich bin immer so knapp, Digga. Antwort A. Ihr beide gewinnt immer mit Glück gegen mich, Digga. Momo immer auch so, ja? Antwort B. Ich sag zu Glasreiniger Seife, ich sag da zu Kugelschreiber. Okay. Oder also, C. Also stellst du mich als dumm da, ne? Aber alles gut, alles gut. Oder C. Ich hab keinen Bock mehr, Digga. Mann, ey. Ich schwöre, es ist B. Meinst du? Ja, das ist so behindert. Digga, ey, ich bin immer so knapp, Digga. Ich sag zu Glasreiniger Seife, ich sag da zu Kugelschreiber. Digga, was red ich immer, Digga, Mann? Was, Bruder, das... 3-1 zu Mohammed, mein Bruder. Du hast schon gewonnen, Digga. Da wir ja bei Hellheit TV sind, genau. Gibt's etwas ähnliches wie... Ah, heute ist Weihnachten, deswegen, ne? Mohammed hat sich hier... So er hat schon gewonnen, Bruder, hier, der genau hat schon so sieht's aus. Okay, wir gucken. Ich geb dir jetzt die letzte Chance. Wenn du den Punkt holen solltest... Darf ich dir eine klatschen? Nee, das sagst du hier nicht und das machst du auf keinen Fall. Ich hab dich ja gefragt. Ja, das fragst du hier auch nicht. Okay. Dankeschön. Wenn ich den Punkt, schaffe, was dann? Dann wollte ich ein faires und brüderliches Unentschieden hier rausmachen und dann wollten wir alle nach Hause gehen eigentlich. Langweilig. Ich hab verloren, Bruder, ich stehe dazu, Digga. Ich bin keine Pappe, die jetzt hier... Entschuldigung, wie der letzte. Ist von der Telefon-Challenge. Also wenn er jetzt, er hat schon gewonnen oder was? Oder was? Jetzt hat er schon gewonnen, ja, okay. Das ist das Richtige. Es nervt mich nicht mehr. Okay. Scheiß drauf, Glückwunsch. Das hat sich sehr gelohnt. Eine Frage hast du... Eine Frage also. Eine Frage also. Antwort A. Also kann ich mir meinen Sucuk von zu Hause einfach selber mitbringen? Antwort B. Also wenn das 2 Stunden geht, muss ich ja auch was essen. Haben Sie Bratwurst oder Beefy oder sowas da, dass man das vielleicht essen kann? Oder C. Also ich bin allergisch gegen Leitungswasser und das Wasser bei euch ist sehr teuer. Kann man mir da irgendwo entgegenkommen? Ich sag B, Digga.
Raja, mein Bruder, sagt, dass Mohammed, mein Bruder, mit der Antwort B geantwortet hat. Und dann lasse ich meine Brüder auch gerne reinschauen. Ich glaube auch B. Ich glaube B. Eine Frage, also wenn es 2 Stunden geht, dann muss ich auch ein bisschen was essen. Haben Sie Bratwurst oder Beefy oder sowas da, dass man das bei essen kann? Das ist richtig. Aber den habe ich noch geholt. Nicht hier die Bratwurst und Beefy, weil wir sind ja... Ach, da ist mir ein Fehler, unterlaufen. Damit alle das kurz checken, Mohammed hat nicht wirklich eine Beefy bestellt am Telefon. Es ging darum, dass wir im angerufen haben und die Leute ein bisschen hops genommen haben. Oder wie sie sagt, Verhoni-People. Und damit ist der Gewinner der heutigen Folge Hellight TV nach 11 Monaten Pause Comeback. Und der Gewinner ist in der linken Ecke Mohammed. Was habt ihr vor, Digga? Ich will nur sagen, Bruder, beim Applaus, da trennen sich die Wege immer. Ich will sagen, Applaus, Bruder. Ist mal ein Verein. In Good Life Club. Er schickt so ein Message an den ganzen Weibern, weißt du? Achso. Dann schicken die auf Instagram direkt. Dann schicken die direkt ab. Die schicken diese Szene, die sagen, wir haben verstanden, was wir sprechen die gleiche Sprache, Digga. So, meine lieben Freunde, im Endeffekt hat wieder mal die Freundschaft gewonnen. Und wir können uns alle glücklich schätzen, dass wir alle gesund und glücklich sind. Und ich habe gewonnen. Und Mohammed hat gewonnen. Raja hat verloren. Ich habe letzte Zeit oft gewonnen, Bruder. Ist alles gut, Bruder. Man muss auch verlieren. Letzte Zeit hattest du genug Glück. Ja. Sind wir wieder glücklich, ich war gut. So, Realität sind wir jetzt wieder und in der Realität. Wir haben seit neuestem auch einen Zweitkanal, Good Life Stream. Und wir sind auch auf Twitch aktiv, Good Life Stream. Und ich würde sagen, wenn ihr richtige Ehrenmänner und Ehrenfrauen seid, geht ihr jetzt rüber, abonniert alles, was man abonnieren kann. Und wir sehen uns das nächste Mal, wenn es heißt, der Price ist heiß. Und was das für ein Scheiß. Und ich bin jetzt mal leis. Musik ist da.